So, willkommen zurück. Jetzt müssen wir da ganz nach unten. Oh. Werden wir einen Wegschrein finden? Also von hier bis da war schon mal keiner. Ich laufe mal los. Einen Weg zu finden wird irgendwie nicht einfach. Kemanicus, Julius Caesar. Julius Caesar war Römer. Oh, es regnet. Ohne Wolken. Na gut. Ist ja ein tolles Wetter. Das habe ich mir aber nicht. Habe ich mir aber nicht ausgesucht. Hiermit bleibt ihr Amunara aus dem Pelz, bis sie den Schild hat. Vulkanschlot entdeckt. Es spricht sich aber gut. Dafür, dass es immer nur Vulkanschlot heißt, kann man da rauf. Die Dinger sprechen aus. Dann kommt jemand und versucht, die wieder zu versiegeln. Wenn die versiegelt sind. Geht derjenige los und zurück und erstattet Bericht. Aber richtigen Sinn haben die Dinger irgendwie nicht, ne? Sind einfach nur Raid-Punkte. Gefühlt. Schlecht ist es nicht. Führt ein Grauens Segelriff, um genau zu sein. Ein bisschen Ahnseide mitnehmen. Jetzt frage ich mich aber, hatte ich morgen nicht irgendwas anderes vor? Mal gucken. Ich dachte, ich hätte das schriftlich ausgemacht. Oh, eine Wegmarke. Wegschrein. Das ist ja noch eine Burg. Ist ja alles voll von Burgen hier. Den Wegschrein von Gareks Bru entdeckt. Grauens Turm. Eine Geschichte von vor 3000 Jahren. Es war einmal ein Turm. Der hieß Grauens Turm. Ich traue meinen eigenen Augen nicht. Ich auch nicht. Sprechender Schädel. Oh, das ist doch nicht möglich. Ist das der Schädel des Obskuren? Oh, das wäre so cool. Ich hab doch nur nach Ringen gesucht. Die hätte niemand vermisst. Und die... Später. Nicht jetzt. Der Schädel des Obskuren ist toll. Hab ich ihn dabei? Nee. Schade, aber
sinnvolles Andenken gewesen. Okay, hier geht eine Stange in der Treppe runter. Falls ich 50 werde oder so, dann mache ich mal irgendwann eine Doku über Elder Scrolls Online und seine Gebiete. Da kannst du locker eine Doku machen draus. Einfach eine Natur-Doku, die kannst du auch 20.000 Folgen laufen lassen. Oh, Reifzecken. Dass die widerlichen Viecher auch hier sind, das ist... Bah. Davon kann man nie genug haben. Ja, Ocker und Zinnstaub. Das ist genau das, was ich brauche. Jetzt. Sofort. Was ist das da? Boah. Au. Stein, Lee. Fälle entdeckt. Wenn ihr euch fragt, was ich die ganze Zeit mache mit der Heilung. Ich habe hier zwar diesen Ring und wenn ich den einfach ziehe, macht er jetzt quasi Heilung auf Zeit. Kann die aber auch sofort auslösen, indem ich einfach die Taste nochmal drücke. Zack. Wusch. Kann ich mich halt sofort heilen. Das ist praktisch. Hier geht's auch irgendwo weiter. Ja, cool wäre so eine Doku wirklich. Aber das Schneiden wäre wirklich sehr aufwendig dann. Also man muss es dann zusammenschneiden. Man könnte das etappenweise machen, dass man irgendwo anfängt, dann durchgeht. Aber dann müsste man, glaube ich, auch Gebietsabschnitte machen. Und dann könnten auch solche Videos riesig werden. Kann ich ruhig. Ignoriert das, ich weiß nicht, wo ich hin will. Verzieht euch, Lump! Lump! Das hast du schon mal zum Tier gesagt. So richtig schneiden tue ich bei den LPs ja auch nicht. Steinleere Hain entdeckt. Zügige Wegmarke wahrscheinlich. Schrein. Den Wehschrein des Steinleere Heinz entdeckt. Oh, sogar noch mit Stufen. Aber wir wollen hier nicht bleiben. Da hinten ist schon Hogwarts. Ich habe ein Pfeifen auf dem linken Ohr. Geht. Eigentlich müsste ich noch einen Augentropfen nehmen, aber die ignoriere ich jetzt einfach mal. Hätte ich schon vor einer Stunde nehmen sollen. Wie viel habe ich denn heute genommen? 1, 2, 3. Dreimal. Statt viermal. Hm. Geht noch. Diese ekelhafte Augensalbe muss dann wieder rein. Oh nö, den habe ich ja schon. Oh nein, das ist Kastende. Oh, shit. Naja, wenigstens konnten wir hier was sehen. So viele tote Hasen hier. Schade. Da quietscht schon noch.
Diese Musik, die macht einen schläfrig, ey. Ey, Jesus Christ. Warum? Ey, Miri ist weg. Ich bin über den Phasing gerannt. Boah. Nun gut. In wie großen Schwierigkeiten steckt ihr? Das wird sich noch herausstellen, aber... Kannst du selbst herausfinden. Ich hörte, die Tochter ist so verzweifelt, dass sie ihre Gemächer nicht mehr verlässt. Ach, die Tochter schon wieder. Skandalös. Ach, skandalös. Die Äpfel liegen einfach auf dem Boden herum. Da wollen wir sie nicht da liegen lassen, dann nehmen wir sie direkt mal mit. Geil, ich habe die tatsächlich mitgenommen. Nehmen wir doch alle mit. Warum liegen lassen? Dann soll sie lieber in mein Inventar vergammeln. Psst, Teurer, hier drüben. Sehr unauffällig. Nun gut, aber heult nicht nach eurer Mutter. Das hat sie zu Jakan gesagt. Jakan und ich haben den Eingang beobachtet. Es gehen auf jeden Fall Leute in die Verliese und kommen nicht wieder heraus. Sie scheinen dort unten eine große Feier zu veranstalten. Aber keine Spur vom emporstrebenden Magus. Er ist womöglich schon dort. Wie wollt ihr vorgehen? Natürlich, indem wir die Ladung verwenden, die wir in der Nebelschlundhöhle fanden. Nehmt Jakan mit und präsentiert die Notiz, falls jemand versucht, euch aufzuhalten. Sobald ihr drin seid, stellt ihr den emporstrebenden Magus und stört den Plan, den der Orden in Gang gesetzt hat. So einfach ist das, mein Teurer. Wie werden wir mit den Fürsten im La fertig? Oh, schaltet sie so gewaltsam wie möglich aus. Das versteht sich von selbst. Doch stellt euch nicht allein dem ganzen Orden. Gute Mitarbeiter sind schwer zu finden. Falls ihr die Identität des Fürsten oder des Magus aufdecken könnt, könnte das schon reichen, um sie zu besiegen. Ein Problem haben wir. Weder Jakan, der Depp, noch ich sehen wie Ritter des Ordens Blas aus. Wer sieht das schon unter der Rüstung und den Kapuzen? Ich habe zwei Gewandungen des Ordens der Emporstrebenden für euch beide zusammengestellt. Jetzt müsst ihr nur noch so tun, als würdet ihr dazugehören. Hier, probiert sie an. Der tut doch keinen Finger krumm da hinten. Der rennt doch bei... Sie passt gleich wieder. Perfekt. Nun geht dort hinein und findet heraus, was der emporstrebende Magus vorhat. Boah, sieht cool aus. Hättet ihr nicht etwas Schmeichlerhafteres finden können? Ihr sollt euch unter die Leute mischen, Jakan. Ihr seht beide einschüchternd aus. Sehe ich sie mehr einschüchternder aus als er? Er rennt schon direkt vor. Er will sich jetzt schon wieder wichtig machen. Wahrscheinlich sagt er jetzt, geht ihr vor. Ich bleibe hier und observiere den Seelenschmerzritter Duelland. Jakan hat mich auf der Insel Arminos in den Stich gelassen. Hat mir nicht einmal geholfen. Fürstin Arabelle hatte recht, das sieht nach dem Ort aus. Wahrscheinlich hinter dieser Tür. Was denn, Dietrich? Neue Rekruten müssen draußen warten. Der Magus wendet sich später an euch. Das ist ungerecht. Wir wollen am Haupttreffen teilnehmen. Keinen Schritt weiter. Nur Vollmitglieder des Ordens dürfen an diesem Treffen teilnehmen. Neue Rekruten müssen hier draußen warten, bis der Magus entscheidet, sich an sie zu wenden. Ich habe die Ladung erhalten. Ich sollte bei diesem Treffen sein. Lasst mich das sehen. Das ist das Siegel des emporstrebenden Magus, in der Tat. Sehr gut, ihr dürft hinein. Aber tretet leise ein. Ihr kommt recht spät und das Treffen hat bereits begonnen. Hey, wir waren zuerst hier. Das ist kein Marktrekrut. Zurück in die Schlange. Zurück in die Schlange, du Schlange.
Unsere Schiffe sind bereit, mein Fürst. Wir warten nur auf euren Befehl, das Eiland anzugreifen. Und ihr könnt die Droidenmagie kontrollieren. Es braucht große Macht, um die Verteidigung der Feste zu durchbrechen. Wir können uns kein Missgeschick leisten. Das kann ich, mein Fürst. Die Allianzanführer werden sich nicht verstecken können, sobald ich ihre Mauern einreiße. Dann geht. Beginnt den Angriff. Sie wissen, dass die Königlichen auf dem Eiland aller Flaggen sind und sie haben Schiffe, die zum Angriff bereit sind? Er darf nicht entkommen. Versucht die Tür rechts. Welche Tür? Ich habe nicht zugehört. Ach, da. Ist nicht so schlimm, wenn man Jaka nicht zuhört. Vorsicht! Ich glaube nicht, dass die Ladung, die ihr fandet, hier unten auch so gut funktioniert. Wir werden kämpfen müssen. Dann ist es. Dann kämpfen wir so. Geht ihr vor. Die hören ja nichts aus. Oh, ich bin wieder blau. Blau, 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 blau. Oh, diese Gebäude sind riesig. Magische Fallen. Passt auf, wo ihr hintretet. Wir sind zwar eh nichts aus. Kann man auch wegrennen. Mein Bär ist weg. Sieh jetzt, yes. Ich hab gleich gemerkt, dass der Bär weg ist. Jetzt bin ich aufgewärmt. Au! Oh, das zweckt. Ich habe eventuell Bonis. Mal gucken, was haben wir da? Defensive Haltung, niederer Schnitt. Das kann man mal mitnehmen. Oh, alter Schwede. Entweder war der das oder ich war es. Das ist ein Vampir. Das war ein Vampir da hinten. Muss ein Vampir gewesen sein, weil der so schnell rannte. Die Fähigkeit hat eine meiner... Hat mein... anderer Charakter auch. Also solange du sprintest... Meine Fresse, die Fallen hauen hier richtig rein. Boah, da muss ich aufpassen, sonst töten die mich noch. Jetzt renn doch nicht einfach durch, du Depp. Vor uns. Hat denn nicht Fürstin Arabelle einen unterirdischen Fluss erwähnt? Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Oh Mann, irgendwas kitzelt bei mir im Rachen. Fels. Sieh sich das an, ein unterirdischer Fluss. Aber ich sehe keinen Magus. Sehen wir uns um. Ich sehe erstmal einen Zettel, der wird mir angezeigt. Schiffsbefehle. Ich hab Durst. Ey, ich habe meinen Kopfhörer leise gemacht. An die Kapitäne der Flotte des Ordens der Bla.
Die letzte Phase unseres Plans wurde eingeläutet. Bringt eure Schiffe zum Navire-Anleger und nehmt die euch zugewiesenen an Bord. Wir kontrollieren die Anlegestellen. Ihr könnt also gefahrlos einladen. Sobald eure Schiffe kampfbereit sind, fahrt ihr in die Gewässer südlich von Hochinsel. Bleibt außer Sichtweite der Küste und wartet auf das Signal. Wenn sie rechtzeitig einsatztauglich ist, wird die Silberschwan mein Flaggschiff sein. Ansonsten wird meine Flagge über die Sturmvogel wehen, der emporstrebenden Vargus. Macht er ja mit dem Silberschwan, macht er dann den sterbenden Schwan später. Fürstin Arabels Spürhandel. Dachtet ihr, ihr könntet hier unbemerkt herumschnüffeln? Komm mal runter, dann klatsche ich dich. Ihr Bastard! Was habt ihr mit Fürstin Arabelle gemacht? Ihr seid wirklich auf lästige Weise beharrlich. Nun, meine törichten Widersacher. Auch der Orden der Emporstrebenden kann beharrlich sein. Habt ihr wirklich gedacht, ihr hättet uns besiegt, als ihr eure kostbaren Königlichen von Amenos geholt habt? Dabei habt ihr sie nur alle an einem Ort für mich zusammengetragen. Wie immer. Selbe Bla von allen Bösewichten, die man kennt, ne? Was hofft ihr zu erreichen? Möchte gern Kaiser, haben Tamriel nichts als Spannungen und Tumulte gebracht. Fürst Baccaro ist ein Narr, wenn er meint, man könne den Frieden mit sanften Worten erringen. Es wird Zeit, jene niederzuwerfen, die nach dem Rubinthron greifen und die Gerechtigkeit mit dem Schwert zu bringen. Wenn ihr die Allianzanführer ermordet, wie soll das für Frieden sorgen? Wir werden die Macht übernehmen und diesen elenden Krieg beenden. Stärke kann den Frieden erwirken, den Fürst Baccaro sich erhofft. Harte Entscheidungen sind zu fällen. Doch eines Tages werden die Völker Tamriels uns danken. Eine Schande, dass ihr blind für diese einfache Wahrheit seid. Die Wahrheit verbirgt sich nicht unter einem Helm. Wer seid ihr? Ihr wisst es wirklich nicht. Ich schätze sogar die legendären Fähigkeiten von Fürstin Arabelle Davos waren dem emporstrebenden Fürsten und seiner brillanten Strategie nicht gewachsen. Aber kommt schon. Ihr habt als Ermittler gearbeitet. Ihr habt doch sicher etwas erfahren. Ratet einmal. Ah, das ist eine gute Frage. Was meint ihr? Wer könnte das sein? Oh Mann, ich muss 15 Sekunden warten und dann nochmal, bis die Antwort kommt. Wegen Stream Delay. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Verwalter ist. Warum? Keine Ahnung. Ich habe keine handfesten Beweise. Ich kann es keine vorlegen gerade. Aber ist ja auch egal, wer da ist. Wahrscheinlich ist das alles falsch. Ich könnte es ja auswürfeln. Das ist ja interessant. Da bin ich erst recht für den Verwalter, weil die anderen beiden Namen kenne ich, den kenne ich nicht. Ihr seid Verwalter Hessian Stalor. Der Verwalter? Ihr seid nicht so klug, wie ich dachte. Ups. Ich bin Graf Darmar Dufour. Schade. Wenn nur Fürstin Arabelle hier wäre, um dies zu erleben. Aber das ist sie ja. Meine Ritter fanden sie draußen. Sie erfährt Gerechtigkeit unten in den Verliesen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie vielleicht retten. Oh, Graf Damar Dufour. Ich wünschte, wir könnten länger plaudern, doch die Flut wartet auf niemanden. Entrichtet Fürstin Arabelle Grüße. Er ist weg, verdammt. Kommt schon, wir müssen Fürstin Arabelle finden.
an den Kragen. Oh, schmeiß die Gegner doch nicht mehr entgegen. Du Arsch! Hey, bleib bei mir! Du Wichser! Habt ihr es gesehen, wie er sich vorgestealt hat? Kann ja wenigstens mithelfen, die Gegner zu klatschen. Wie ein echter Kämpfer. Nein, er stiehlt sich durch. Der gehört bestimmt auch zu Dufonts Leuten. Ich werde ihn aufspüren und auch vernichten. Nur 8 von euch? Da hätte ich mit mehr gerechnet. Das ist Fürstin Arabelle. Wir sind nah dran. Fall machen wir nichts. Kommt doch auch alleine klar. Seid ihr ja, meine Teuren. Also Jakan, ihr seht panisch aus. Was stimmt denn nicht? Der Magus sagte, ihr seid, dass sie... Vergesst es. Mein Freund, erzählt Fürstin Arabelle, was wir herausgefunden haben. Ich habe den emporstrebenden Magus getroffen, Teurer. Er war hochnäsig, verdrießlich und auf jeden Fall ein Adliger. Doch sein Helm verstellte seine Stimme. Ich dachte, ich würde zurechtkommen, als er nur 4 Ritter zurückließ, um mich zu bewachen. Doch dann kamen 2 weitere dazu. Wenn ihr sie nicht weggelockt hättet... Wir haben ihn auch getroffen. Der emporstrebende Magus ist Graf Damar Dufour. Doch er ist entwischt. Damar Dufour. Etwas an dieser Stimme kam mir gleich bekannt vor. Aber ich konnte es nicht ganz einordnen. Als er mich gefangen nahm, wurde ich ohne Zweifel zur idealen Ablenkung für euch. Entschuldigt das bitte, mein Teurer. Doch ich danke euch, dass ihr mir zur Rettung geeilt seid. Der Orden der Bla hat Kriegsschiffe versammelt, um das Eiland aller Flaggen anzugreifen. Dorthin, wo ich gerade die Delegierten geschickt habe? Verdammt. Nun gut. Wir sind in der Nähe des Navire-Anlegers. Wenn Graf Damar einen Angriff mit seiner Marine durchzuführen gedenkt, wird er die Silberschwan dabei haben wollen, sofern sie denn seetüchtig ist. Wenn wir uns beeilen, erwischen wir ihn vielleicht, ehe er an See sticht. Woher wusstet ihr das? Wir haben Befehle gefunden, in denen erwähnt wurde, dass er die Silberschwan unter den Sturmvogel nehmen würde. Ich bin sehr aufmerksam, mein Teurer. Herzogin Elias neues Flaggschiff ist das größte je in der Dufour-Werft gebaute Schiff. Die Herzogin wollte sie heute inspizieren. Daher haben wir noch einen Grund mehr, uns zu beeilen. Wer weiß, was Graf Damar seiner Schwester antun wird. Nichts Treffen Gutes. Wir uns am Navire-Anleger, gleich südlich des Kastells. Ja, rasch. Ich feiere das mit diesem Regenbogenschwert, ey. Und das auch so aussieht, als würde das... Bei der Geschwindigkeit sieht das echt gut aus. Skelette, ne. Aber wohl. Ja, doch. Untote. Boah, hier halt ganz schön was aus. Der Feind ist da lang. Ich muss Untote besiegen, weil ich brauche immer noch Kriegergilde. Langsam Zeit aufzuhören. Mir geht die Luft aus. Bin bestimmt noch eine Stunde wach oder so, aber... Das Gehirn macht gerade voll zu. Da kommt nichts mehr an.
Naviere Anleger entdeckt. Also als wenn du ein Signal hinsendest und du kriegst einfach kein Testsignal mehr zurück bei dem. Weg. Tot. Verwalter, habt ihr Graf Damar oder Herzogin Elea gesehen? Oh, den hielt ich dafür. Ups. Graf Damar? Na, nein. Herzogin Elea aber besichtigt die Silberschwan. Sie will nicht gestört werden. Schönen Tag noch. Wir haben keine Zeit für lächerliche Formalitäten. Ich glaube, ich habe... Bitte überzeugt den Verwalter, Teurer. Ja, Kam. Seht euch ich am Anleger um. Nutze den Fall. Ich glaube, ich habe mich völlig unmissverständlich ausgedrückt, Festländer. Ich Arschloch. Habe Graf Damar den ganzen Tag nicht gesehen und Herzogin Elea will keine Besucher empfangen. Geht, oder ich werde Dufour-Ritter rufen, die euch fortschaffen. Graf Damar ist ein Mitglied des Ordens der Bla. Er hat vor, die Silberschwan an sich zu reißen. Lächerlich. Ihr verunglimpft Haus Dufour auf eigene Gefahr. Ich kann euch versichern, dass niemand außer Angestellten des Hauses Dufour die Erlaubnis hat, diesen Bereich zu betreten. Ihre Treue steht außer Frage. Ja, aber die sind scheiße. Hört zu, Herzogin Elea könnte in Gefahr schweben. Ich sehe keine abtrünnigen Ritter hier oder feindselige Schiffe vor unserer Küste. Genug von diesem Unsinn. Die einzige Bedrohung hier seid ihr. Die Herzogin plant, mit der Flut auszulaufen. Wenn ich einen von euch auf dem Anleger herumschleichen sehe, lasse ich ihn auspeitschen. Hinfort mit euch. Du willst mich auspeitschen? Das würde ich sehen. Das müssen wir mal probieren. Mach bitte. Ich bitte darum. Peitsch mich aus. Auf jeden Fall etwas. Sucht nach einem Beiboot am Ende des Piers, um uns zur Schwan zu bringen. Peitsch mich aus. Das will ich sehen, wenn der das schafft. Kriegt er 3 Goldstücke von mir. Wo soll ich? Ich gehe doch nicht ins Wasser. So ein Typ, der... Hier. So ein Charakter geht nicht ins Wasser. Der lässt andere springen. Ui, Hinterhalt. Damit habe ich nicht gerechnet. Das kann prompt. Versuch es gut. Probier das mit mehr Männern anstatt mit 2. Ah, du lebst ja noch. So, jetzt nicht. Haben das alle? Oh, Weg sei Dank. Warte mal, sprechende Sache habe ich ja nichts geskillt hier. Mann, das muss ich ausrüsten. Ja gut, das ist egal da. Ah ja, genau. Der Charakter muss sagen, er springt nicht ins Wasser, springt aber in dem Verlies zweimal ins Wasser. Genau. Und sagt dann, ich gehe nicht ins Wasser. Ach, hier geht's lang. Das habe ich gar nicht gesehen. Ui. Da ist die Silberschwan. In der Bucht verankert. Schnell. Wenn sie die Segel hissen, holen wir sie nie ein. Eingeholt. Es sieht aus, als wären die Luken offen. Die Leiter hoch, Teurer. Ich bin direkt hinter euch. Donuts. Nein, der Verwalter ist tot. Oh, eine Schande. Sein Leben war doch noch so jung. Es ist ein schmerzlicher Verlust für uns alle, dass der hocharrogante Verwalter... Man hat mich in meiner Kajüte eingeschlossen. Die Herzogin, die Treppe hoch, mein Teurer. Mein Verwalter wendete sich gegen mich. Er wagte es, mich in meiner eigenen Kajüte einzusperren. Sprecht mit der Herzogin, Teurer. Ich sehe mich um. Ja, warte mal, ich mich geluten.
Ja, eine Quest. Das kann nur ein Quest-Item sein. So ein Büchlein, was ich nicht aufleben kann. Oh, Diamanten. Vielen Dank. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Mein Verwalter hat mich in meiner eigenen Kajüte eingeschlossen. Der hat Nerven. Ich dachte, er würde mich wirklich fortbringen, damit man mich nie wieder findet. Was für ein Kostüm. Erzählt mir, was geschehen ist, Herzogin. Ich kam, um das neue Flaggschiff zu inspizieren. Als ich eintraf, führte mich Verwalter Hersian in meine Kajüte und versperrte die Tür. Er sagte, wir würden gleich in See stechen. Dass ich sicher verwahrt werden würde, bis der Orden der Emporstrebenden sein Werk vollbracht hat. Ich habe keine Ahnung, wovon er redete. Graf Damar ist einer der Anführer des Ordens. Er nennt sich selbst der Emporstrebende Magus. Wusstet ihr das? Mein Bruder ist der Emporstrebende Magus? Ich versichere euch, dass ich keine Ahnung hatte. Ich habe nichts mit diesen abtrünnigen Rittern zu tun. Das würden sie alle sagen. Sie sind gefährliche Rebellen und Gesetzlose. Sie haben sogar meinen eigenen Verwalter überzeugt, mich zu entführen. Wisst ihr, wo es Graf Damar ist? Tja. Jetzt ist? Nein. Ich sah Damar vorhin. Doch als er erfuhr, dass die Schwan noch nicht in See stechen konnte, sagte er, er hätte andere Arrangements getroffen. Er sprach mit Verwalter Hersian, gab ihm einen Brief und brach auf. Halt. Der Verwalter hat in seiner Eile den Brief zurückgelassen. Da bin ich mir sicher. Durchsucht die Kajüte, Teurer. Such diesen Brief. Für jeden Teurer, den du mir schickst, hätte ich gerne ein Gold. Für? Was für? An alle Ritter des Ordens der Emporstrebenden. Dies ist eine Nachricht. Der Emporstrebende Fürst hat Kenntnis darüber erlangt, dass Fürstin Arabelle und ihre Genossen das kommunistische Pack, die Allianzen von Amelos gerettet haben. Sie haben die Könige und sie schickten sie zur Eiland aller Flaggen. Daher müssen wir umgehend unsere Ausweichplan aktivieren. Der Silberschwan ist noch nicht vollständig seetauglich, also erteile ich Hersian den Befehl über die Nereidensang. Punkt. Stoßt in der versteckten Bucht zu ihm. Hersian soll das Kommando übernehmen, aber der ist doch tot. Das Schiff zum Eiland aller Flaggen segeln und sich ins Gefecht stürzen. Mir steht noch ein weiteres Schiff zur Verfügung. Auf der Silberschwan können wir Herzogin Ilia verwahren, bis unser Weg beim Eiland aller Flaggen getan ist. Sorgt dafür, dass sie gut bewacht wird. Habt ihr Damars Brief gefunden? Was schrieb er? Er schrieb, dass er jetzt nach Hause geht. Ich sehe, ihr habt den Brief gefunden. Spannt mich nicht auf die Folter, Teurer. Sagt mir, was drin steht. Graf Damar trug den Verwalter auf, ein anderes Schiff zu übernehmen und zum Eiland aller Flaggen zu sehen. Der Städte ist doch tot. Lasst mich sehen. Ein Ausweichplan, was? Der Orden der Emporstrebenden rechnete damit, dass die Allianzanführer bei dem Schiffsunglück ertrinken. Doch offenbar hatte er schon einen direkten Angriff auf das Eiland aller Flaggen vorbereitet, falls alles andere scheitern sollte. Und nun ist es genau dazu gekommen. Was machen wir jetzt? Wir müssen Fürst Baccaro vor dieser Gefahr warnen. Wenn wir den Rittern des Hauses Dufour nicht trauen können, brauchen wir alle Truppen, die Haus Volorus und die Liga der Standhaften bereitstellen können. Fürst Baccaro sollte mich im Alraunen-Herrenhaus aufsuchen. Ich treffe euch dort. Ich bin einfach außer mir. Mein Bruder und mein Verwalter. Verräter! Ich muss in mein Kastell zurückkehren und die Tore verbarrikadieren. Oh, ein Charakter mit Yard-Attack. Ich schlepp mich jetzt noch irgendwie zum Ort, wo wir hin sollen. Ich schlepp mich im wahrsten Sinne dahin.
Das ist jetzt sehr interessant. Oh. Geil werden die Bilder. Hält das kurz online einfach nur. Ja. Oh Gott, was jault denn da? Zu viel. Keine Sorge, Zuckerstück. Mir fällt schon etwas ein. Zuckerstück. Zuckerstück. Wie ist dein Nachname? Mein Nachname ist Stück. Und der Vorname? Zucker. Ich hörte, die Tochter ist so verzweifelt, dass sie ihre Gemächer nicht mehr verlässt. Ja, es ist aufregend. Skandalös. Isobel. Zuckerstück. Oh mein Zuckerstück, es gibt 3 Millionen Gold. Ich hätte auch die Schriftrolle darum gerne. Jetzt, in der Hand. Dann klappe ich das auf und rufe, dies ist der Vertrag von Zank Venganza. Nun rufe ich euch, kommt zu mir. Mein Name ist Legion. Die Standhaften haben nicht viele Krieger. Sie sind eine wohltätige Gruppe. Es könnte etwas dauern, doch ich trommle zusammen, wen ich nur kann. Dann verschaffe ich euch die nötige Zeit. Während ihr eure Streitkräfte sammelt, tue ich alles, um den Angriff hinauszuzögern. Der Orden wird erwarten, dass wir das Eiland aller Flaggen verstärken. Ich lasse mir etwas einfallen. Wie immer. Graf Damar. Oder sollte ich ihn den Magus nennen? Er meint, dass ich unter Castelnavire ermordet wurde. Herzogin Ilea an Bord der Silberschwan weggesperrt ist? Und ihm der Sieg sicher ist. Doch dank euch irrt er sich bei jedem dieser Punkte. Wir sind noch nicht geschlagen, Teurer. Was ist der Nachname von Kartoffelpüree? Reh. Schön. Meint ihr wirklich, wir können den Orden der Bla aufhalten? Sagen wir einfach, boah. Ich vertraue darauf. Seht nur, was wir schon geleistet haben. Wir wissen, wer den Helm des emporstrebenden Magus trägt. Was, ich krieg nur 300 Gold. Wir haben erfahren, dass der Orden gegen das Eiland aller Flaggen vorrückt. Wir haben noch eine Chance, Graf Damar aufzuhalten. Nehmt dies, mein Teurer. Ihr habt es euch mehr als verdient. Das ist jetzt lame, ne? Du gibst mir wirklich 338 Gold. Gerade eben hast du mir 600 gegeben. Ich fühle mich vernachlässigt. Wir haben festgestellt, dass Graf Damar der emporstrebende Magus ist. Und wir haben seinen Plan aufgedeckt, das Eiland aller Flaggen anzugreifen. Wie ihr sehen könnt, brauche ich eure Hilfe, mein Teurer. Die Allianzanführer sind in ernster Gefahr. Wie können wir die Anführer der Flotte des Ordens der Blauen beschützen? Ich glaube, wir können das Kastell aller Flaggen mit wenigen Kriegern halten. Doch wenn wir uns durch die Truppen des Ordens der Emporstrebenden kämpfen müssen, werden wir die Allianzanführer niemals rechtzeitig erreichen. Wir brauchen ein Schiff, bei dem der emporstrebende Magus keinen Verdacht hegt. Woher bekommen wir so ein Schiff? Erinnert ihr euch an Damars Brief an den Verwalter? Das Schiff des Ordens der Emporstrebenden. Die Nereiden sang. Sie wartet auf den Verwalter in einer versteckten Bucht. Wir müssen sie nur kapern und zum Eiland aller Flaggen segeln, wie die restlichen Schiffe ihrer Flotte. Kann ich auf eure Hilfe zählen? Ja, sicher. Ich helfe euch, ein Schiff zu kapern und zum Eiland aller Flaggen zu segeln. Erst müssen wir die Bucht finden, in der die Nereidensang verborgen ist. Ich habe keine Ahnung, auf welche Bucht sich Damars Brief bezog. Doch Kapitän Kalin könnte das wissen. Sie und die anderen Kapitäne sind unten am Hafen. Wir werden sie alle brauchen, um das Schiff zu bemannen, vermute ich. Können wir nicht einfach die Silberschwan oder eines der anderen Schiffe am Naviranleger nehmen?
Graf Damar erwartet, dass Verwalter Hercian die Nereidensang zum Eiland aller Flaggen bringt. Damit ist sie das perfekte Schiff, um die gesamte Flotte zu passieren, die der Orden der Emporstrebenden im Loch versammelt hat. Jedes andere Schiff, auf das diese Flotte trifft, würde wahrscheinlich angegriffen werden. Ich krieg Hunger. Woher nimmt der Orden der Kriegsschiffe? Wir wussten schon, dass der Orden über Ressourcen verfügt. Graf Damar ist reich. Und seiner Familie gehört eine ganze Werft. Ich würde denken, er hat unter der Hand weitere Bauvorhaben arrangiert oder sogar Schiffe aus den eigenen Werften gekapert. Ich gehe davon aus, dass er das hier schon eine ganze Weile geplant hatte. Erzähl mir vom Eiland aller Flaggen. Heute ist die kleine Insel nahezu völlig verlassen. Doch vor langer Zeit stach die Flotte aller Flaggen von dort gegen die Krecken in See. Die Ruinen einer uralten Gedenkstätte und ein großes Kastell sind aus jener Zeit noch übrig. Es schien der ideale Ort für unsere Friedensverhandlungen zu sein. Ihr sagtet, man kann es gegen einen Angriff verteidigen? Mit einer ordentlichen Garnison könnte das Kastell aller Flaggen jede Flotte abwehren. Doch wir haben nicht die nötige Streitmacht, um die Zinnen zu verteidigen. Magische Schutzzauber schützen allerdings die Gedenkhalle. Ich hoffe darauf, unsere Delegierten sicher hinter diesen Schutzzaubern vorzufinden, wenn wir eintreffen. Erinnere mich noch mal daran, was wir hier tun überhaupt. Ich habe keine Ahnung mehr, ich bin am Ende. Nachdem wir Emmerich, Eirin und Irnska von Amenos gerettet hatten, brachte Yakan sie zum Veranstaltungsort der Konferenz auf dem Eiland aller Flaggen. Es schien der sicherste Ort zu sein. Immerhin hatten Valesea und die Magiergilde persönlich Schutzzauber eingerichtet und der Ort selbst wurde geheim gehalten. Wie haben Sie vom Schauplatz der geheimen Friedensverhandlung erfahren? Ich wünschte, ich wüsste es. Herzogin Elea kannte den Ort natürlich, doch nicht unseren Plan, die Anführer so bald dorthin zu bringen. Da wir nun wissen, dass der emporstrebende Magus in Wahrheit Graf Damar ist, ist es möglich, dass er etwas am Hof seiner Schwester belauscht oder gesehen hat. Und wir haben erfahren, dass er auch in der Emporstrebenden eine Flotte hat, die auf einem Weg ist, um das Eiland aller Flaggen anzugreifen, richtig. Oder? Richtig. Was uns zur derzeitigen Lage bringt. Wir müssen ein Schiff des Ordens stehlen und es einsetzen, um an seiner Flotte vorbei zum Kastell aller Flaggen zu segeln. Wir können den Allianzanführern nicht helfen, wenn wir das Eiland nicht erreichen können. Geht und sprecht mit Kalin. Dann findet diese Bucht. Schreibt man ihr... Da fehlt, glaube ich, ein H, oder? Ich meine, ihr Name schreibt man mit H. Ich sehe nichts. Ja, es wird gut sein. Ich halte es jetzt einfach an, dieses Tattoo. So, aber ich würde sagen, ab hier ist Schluss. Weil ich kenne wirklich niemanden. Es riecht aber fast nach Finale. Wie immer, irgendwas habe ich auch bekommen. Es wird ernst. Schließt die Quest tot ab. Ne, ich guck lieber nicht nach, wie viel wir noch haben. Ich wollte das gerade tatsächlich machen. Oh, 3, ne? 1, 2, 3. Das ist schon mal nicht verkehrt. Beschwert sich schon wieder einer. So, ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.